Liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus dem Studio der New York Stock Exchange zu Inside Wall Street. Ich bin Manuel Koch und bei mir ist Mark Newton. Er ist technischer Analyst bei Grey Wolf Execution Partners. Thank you so much for joining us, Mark. Thank you for having me. So we see the shutdown. Der Regierungs-Shutdown liegt nun hinter uns. Die Quartalssaison ist jetzt im Fokus. Was treibt die Märkte? Es geht ja nicht wirklich hoch oder runter. We are not going really up or down in both directions. No, it's amazing. The market's been quite resilient, really, over the last few weeks. A lot of people had skepticism that we could really resolve this. Nein, es ist verblüffend. Die Märkte sind ziemlich stabil gewesen in den letzten paar Wochen. Viele Leute waren skeptisch. Der S&P hat in den letzten 9 bis 10 Handelstagen über 100 Punkte, der Dow Jones sogar 600 Punkte zugelegt. Es scheint so, als ob es hier sehr viel Selbstgefälligkeit gibt, zumindest auf kurzfristige Sicht. Diese hat den Aktienmarkt zu weit und zu schnell bewegt. Viele der Schulden wurden ins nächste Jahr gedrängt. Es scheint so, als ob es keine Angst vor einer Drosselung der quantitativen Lockerung gibt. Deshalb sieht es so aus, als ob es zumindest bis März so weitergeht. Im Moment gibt es einfach nur Vollgas. Wir sind mitten in der Quartalssaison. Die Erwartungen wurden allerdings dramatisch in den letzten paar Monaten gesenkt. Diese sind jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit 10 Jahren. Aktien und Unternehmen haben wirklich nur eine niedrige Hürde, die es zu bespringen gilt. Stocks and companies have a very low bar at this point at which to beat current estimates. Let's talk about some topics in more detail. Lassen Sie uns bei einigen Themen mehr ins Detail gehen. Ich dachte, die Märkte wären beunruhigt über den Shutdown und das Schuldenlimit, aber am Ende stellte sich heraus, dass es kein so großes Thema war. Ja, das ist interessant. Wenn man 40 Jahre zurückschaut, gab es einige Shutdowns, die über 10 Tage oder länger angehalten haben. Zumindest 4 oder 5 Mal in den 70er Jahren. Bei jedem der Ereignisse haben sich die Märkte typischerweise zwischen 4 und 6% zurückgezogen. Diesmal hatten wir wirklich keinen Rückgang in jeglicher Hinsicht. Die Märkte sind sehr vorausschauend. Ich glaube, die Leute hatten verstanden, dass die beiden Parteien ziemlich nah beieinander waren und die Dinge gelöst werden konnten. Die Leute sahen das voraus und deshalb zogen die Märkte an, unabhängig davon, dass irgendetwas überhaupt vollbracht wurde. Alles, was wir bekamen, war eine Hinauszögerung ins nächste Jahr. Deshalb und auch wegen der Konjunkturdaten, die, wie wir sehen, nicht besonders gut sind, hoffen alle darauf, dass die Fed mit ihrer Politik so weitermacht und mit der Drosselung erst 2014 beginnt. And the tapering will be maybe in 2014. Well, that's the underlying thesis, is that stocks have continued to rally on. Nun, das ist die grundlegende These. Die Aktien ziehen weiter an mit der Hoffnung auf weitere quantitative Lockerung. Ganz abgesehen davon, ob es in den letzten Jahren wirklich effektiv war. Ich meine, Anfang 2008 und 2009 war sehr hilfreich. Aber in letzter Zeit haben wir kein Wachstum des BIP gesehen. Die Inflation hat das Ziel noch nicht erreicht und die Arbeitslosigkeit ist immer noch eine Sorge. Alle Hoffnungen auf den Kauf von Staatsanleihen helfen nur den Aktien. Rallies in financial assets. Regardless of the longer-term consequences, potentially with rates this low. So heißt das, dass die Märkte immer höher steigen werden in den nächsten Wochen oder Monaten? Well, in the short term, things have gotten a bit extended, and my thinking is we actually are overdue for a little bit of a pullback. Nun, kurzfristig haben sich die Dinge etwas überdehnt. Meine Überlegung ist deshalb, dass wir einen Rückgang im November bekommen. Allerdings müssen wir daran denken, dass wir im November und Dezember normalerweise eine sehr bullische Zeit haben. Zu 80% sind Aktien zu der Zeit immer angestiegen. Deshalb ist es schwer, gegen die Aktien anzutreten. Mein Gedanke ist, dass wir dann nächstes Jahr mehr als nur eine Durchschnittskorrektur sehen, welche schon länger fällig ist. Werden wir die 16.000-Punkte-Marke im Dow Jones noch sehen? Wissen Sie, kurzfristig gesehen hat der Markt sehr viel Schwung. Aber wir beginnen diesen langsam zu verlieren. Und das war deutlich zu sehen über die letzten 6 Monate. Es gibt ein paar wichtige Dinge, die unbedingt genannt werden müssen. Wir haben viel weniger Aktien, die Rekordhochs erreichen. Es sind weiterhin kleinere Börsenwerte, die die Richtung vorgeben. Es gibt zwar Aktien, die 4-stellige Werte erreichen, wie Google. Aber die größeren Firmen, wie zum Beispiel AT&T, IBM, Coca-Cola, Walmart und all diese Aktien, haben ihren Höhepunkt vor 3 bis 6 Monaten erreicht. Die größeren Dow Jones-Werte geben also nicht die Richtung vor. Es gibt also einige Abweichungen in Bezug auf ein paar Werte, die neue Höchststände erreichen. Das ist eine Besorgnis, genauso wie die Stimmung auf diesem Niveau. Wenn man sich mal die Angstmessungen anschaut, wie zum Beispiel den VIX, der sich mit Volatilität beschäftigt, oder mit der Put-Call-Ratio, diese sind auf Jahrestiefständen. Das ist ein Problem, denn wir alle wissen, dass die Leute auf ein sichtbares Signal am Horizont schauen. Aktienwerte steigen und die Leute denken, dass sie schon in der Urlaubssaison sind und einfach so bis
bis zum Jahresende weitermachen können. Ich bin jedenfalls skeptisch, dass wir diesen Schritt reibungslos schaffen werden. Ich glaube, das wird doch etwas holpriger. Wir sollten uns wahrscheinlich etwas zurückhalten zwischen nächster Woche und Mitte November. Das würde auch für eine bessere Kaufgelegenheit für Investoren sorgen. Wie Sie gesagt haben, wäre das der Moment, um neue Aktien zu kaufen. Aber glauben Sie auf langfristiger Sicht, dass wir am Ende des Jahres höher stehen und eine größere Korrektur nächstes Jahr erleben? Ich glaube, das ist absolut richtig. Nächstes Jahr wird es eine Korrektur für Aktienwerte geben. Wir haben gerade die 5 größte Rallye gesehen, die je verzeichnet wurde. Seit 2019 die Märkte von ihrem Tiefstand 150% ins Plus gegangen und wir sind ein bisschen zu schnell zu hoch gegangen. Die Ertragskraft ist für Unternehmen ein sehr positiver Faktor auf langfristige Sicht. Aber Firmen haben wirklich noch viele Reserven in den Büchern, aber nur noch nicht die Bereiche gefunden, in die sie investieren können. Mark Newton of Grey Wolf Execution Partners. Thank you so much for joining us. Appreciate your time. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur kommenden Woche wieder hier bei Inside Wall Street.